Das Ei aus dem Einerlei herauszuholen, das ist jedes Jahr Ansporn, natürlich vorzugsweise vor Ostern. Um das zu erreichen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, nur um die Handarbeit kommt man dabei nicht herum. Aber das individualisiert natürlich die Verzierungen erheblich. Wir führen heute einen Kurs durch zum Erlernen der sorbischen Wachstechnik, zum Verzieren von Ostereiern. Im vorigen Jahr haben wir das auch gemacht, es hat allen viel Spaß gemacht, viele sind zum zweiten Mal da. Und die Sorben verzieren ihre Eier mit einer Wachsreservetechnik. Es werden Gänsekiele zu Werkzeugen gemacht oder Glaskopfstecknadeln verwendet, um Muster zusammenzusetzen. Und dann werden die Eier gefärbt, nacheinander ein, zwei oder dreimal. Und es entstehen ja, wunderschöne Ostereier. Kann man ausblasen oder auch so verschenken. Im Kunst- und Museumspädagogischen Zentrum im Torhaus des Schloss Moritzburg-Zeitz holten sich die Interessierten Anregungen in Sachen Muster und natürlich der farblichen Gestaltung. Zeit muss natürlich in jedem Fall mitgebracht werden. Es kann eine Weile dauern, bis das selbstgesteckte Ziel erreicht ist. Je nach Geschick, ob man Anfänger ist oder fortgeschritten und wie viel und oft man färbt und mustert. Also man kann sich bestimmt an einem Ei auch eine Stunde aufhalten, bis es fertig ist. Bei der Wachsreserviertechnik werden mittels Wachs Bereiche auf dem Ei reserviert, auf denen dann keine Farbe haften bleibt. Durch die Wiederholung dieses Vorganges können auf diese Weise sehr kunstvolle und bunte Eier entstehen. Mit etwas Geschick können durchaus 7 Farbschichten aufgetragen werden, ohne dass das Ei insgesamt zu dunkel wird. Alternativ gibt es auch die Kratz- und die Ätztechnik. Ulrike Trummer mag es aber bunter. Ich habe die anderen beiden Techniken noch nicht probiert, weil ja, da hat man eine Grundfarbe bei Ätz- und Kratztechnik und man holt das Weiß vom Ei oder die Eierschalenfarbe wieder hervor. Und mich fasziniert eben auch die Farben, die bei dem Färben, Übereinanderfärben entstehen und am Ende dieser schöne Wachsglanz auf dem Kalk. Ja, das gefällt mir sehr gut und deswegen habe ich die anderen beiden gar nicht probiert. 2 Dinge sollten in jedem Fall beherzigt werden, wenn man gedenkt, zu Ostern mit verzierten Eiern aufzuwarten. Dass das Ei nicht schlecht wird bis Ostern, wenn man es verzehren will. Und wenn man einen ganzen Strauß voll haben will, dann muss man schon eine Weile vorher anfangen.